Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Professor Weber, ich will zunächst auf Ihre Ausführungen in Bezug auf Bürgermeister Weigler eingehen. Erstens, glaube ich, müssen Sie nicht Herrn Weigler in Schutz nehmen. Das würde er in seiner Funktion und seinen Taten der vergangenen Wochen und Monate auch gar nicht wollen. Zweitens ist er einer der Bürgermeister, die sich immer dafür eingesetzt haben, eine weltoffene, eine demokratische Stadt zu haben und der auch bereit war, Verantwortung auch in der Flüchtlingsfrage gerade in Wolgast zu übernehmen. Und deshalb brauche alles als Ihre Verteidigung, alles andere als Ihre Verteidigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stimmung in Wolgast ist erdrückend schlecht. Da finde ich, kann man gar nicht drum herum reden. Ich habe unmittelbar nach den ersten Nachrichten eines ja noch drohenden Exportstopps, und davon mussten wir in der letzten Landtagssitzung ja noch reden, Gespräche mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Geschäftsführung, vor allem aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort geführt. Ich habe mir, glaube ich, 4 oder 5 Stunden Zeit genommen, noch einmal intensiv durch die Produktion zu gehen und dann aber nicht mir erklären zu lassen, was wird da gebaut. Ich glaube, das haben die, die in diesem Land Verantwortung tragen, schon deutlich früher gesehen, als es zu anderen Entscheidungszeitpunkten auch schon brenzlig war, sondern ich habe mir vor allem Zeit genommen, mit den Peenewerkern, mit den Männern und Frauen auf dieser Werft zu sprechen, die dort ihre Arbeit machen. Und Sie können mir glauben, diese Sorgen alle paar Monate erneut, da tatsächlich auch mit der Sorge des Verlustes des Arbeitsplatzes leben zu müssen, das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl. Und das in einer Situation, wo wir andernorts gleichzeitig erleben, wie sehr die Werftenindustrie bei uns im Land boomt. Ich sage Ihnen, wir sind nicht nur mit den Beschäftigten und mit den Verantwortlichen auf der Werft im Gespräch, sondern selbstverständlich auch mit Bürgermeister Stefan Weigler. Und ich bin da an der Stelle auch an ganz, ganz vielen Stellen schon seiner Meinung. Das ist eine Sorge, die auch deutlich über das wirtschaftliche Interesse seiner Stadt hinausgeht. Und jeder von uns, der selbst in kommunalpolitischer Verantwortung ist, kann sich vorstellen, wenn ein Viertel eines Stadthaushaltes droht wegzubrechen, dann geraten langjährig geplante Investitionen ins Wackeln und ins Schwanken. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Sorge, wo es gut ist, dass diese Stadt so geschlossen zu ihrem Werftstandort steht. Und ich sage Ihnen mal, die Debatten, die wir hier führen, die vielleicht auch manchmal so einen ideologischen Schwang haben, dass wir die reine Lehre erklären, die gibt es in dieser Stadtvertretung in Wolgast nicht. Die ist geschlossen, steht geschlossen zu ihrem Standort. Und das würde ich mir ehrlich gesagt vom Landtag von Mecklenburg-Vorpommern auch wünschen. Ich habe aber darauf hingewiesen, wir haben die Gespräche geführt und will diesen Ball ja gerne mal zurückspielen und frage mal Sie, wer von Ihnen war denn seit dem drohenden oder jetzt verhängten Exportstopp vor Ort? Wer von Ihnen hat denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Gespräche geführt, jetzt, nachdem das Ganze ins Wanken gerät? Und da sage ich Ihnen, hier aus dem warmen und trockenen Plenarsaal über das Schicksal der Menschen in Wolgast zu reden, ist, glaube ich, deutlich leicht, zu leicht gemacht. So leicht machen wir uns das jedenfalls nicht. Und auf die tatsächlichen Fragen, auf die Sorgen der Peenewerker einzugehen, ich finde, das ist nicht nur Pflicht der Regierung und der regierungstragenden Koalition, sondern ich verstehe das auch als Pflicht und auch als Erwartungshaltung für unseren Job, den wir hier tun. Und ehrlich gesagt erwarte ich das von allen Abgeordneten des Landtages. Um vielleicht mal ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie dicht Freud und Leid doch beieinander liegen, lohnt sich ein heutiger Blick in die Ostsee-Zeitung. Und so können wir auf Seite 5 lesen, Riad-Embargo gefährdet Jobs in Wolgast, wo lang und breit und ich finde auch insgesamt sehr sachlich der Wolgaster Bürgermeister zu Wort kommt. Auf Seite 10 dann sehr ausführlich dargestellt, die maritime Wirtschaft des Landes im Höhenflug, vorwiegend mit den Zahlen in Bezug auf Wismar, Rostock und Stralsund. Dazu kommen zahlreiche Berichte, ich glaube Tagesschau, heute NDR, Nordmagazin, all das voll mit diesem Thema und jeden Abend neue Fakten dazu und Situationen, die vielleicht uns alle nicht unbedingt ruhiger schlafen lassen. Ich glaube, eine solche Situation schafft Unruhe an einem Standort, ja, macht vielleicht auch Angst. Und ich will Ihnen sagen, dieses Thema beunruhigt mich auch ganz persönlich, wie übrigens kein anderes Thema in den vergangenen Wochen. Deshalb
bin ich fest davon überzeugt, ist die Beratung dieses Dringlichkeitsantrages wichtig und ich bin allen dankbar, die gestern dafür gestimmt haben, dass wir das heute auf der Tagesordnung haben. Auf uns sind heute sicherlich deutlich mehr Augen gerichtet als nur die Augenpaare von Landtagsabgeordneten und Guckern des Nordmagazins. Ich glaube schon, dass alle Beschäftigten der Werft ganz genau hinschauen, wer mit welchem Zungenschlag und mit welchem Wortlaut sich bei diesem Thema wie positioniert. Herr Kollege Alfler ist auf die inhaltlichen Punkte des Antrages eingegangen. Darauf will ich gleich vor allem im Punkto 4 noch mal detailliert eingehen. Aber ich möchte Ihnen sagen, was mich auch heute Morgen noch einmal beunruhigt hat. Wir haben eine Zahl erlebt, die gestern vor allem im politischen Berlin Runde gemacht hat. Mit 43 Milliarden ist der Wehretat der Bundesregierung so groß wie nie. Der größte Etat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Verteidigungsministerin setzt sich dafür ein, dass dringend notwendige Investitionen in Heer, in Luftwaffe und Marine auch umgesetzt werden müssen. Und ich sage Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Männer und Frauen auf der Werft können wir doch nicht erklären, warum von diesem Geld in Wolgast nichts ankommen sollte. Und so ist auch die Frage, die sich mir stellt, ist es wirklich nachvollziehbar, dass Deutschland in Sachen europaweite Ausschreibung in diesem Bereich Musterschüler ist und gleichzeitig die Franzosen uns vormachen, wie man Marineaufträge im eigenen Land behält. Ich glaube, diese Argumentationslinie würden wir so niemals durchhalten. Und deshalb finde ich, ist Punkt 4 unseres Dringlichkeitsantrages so wichtig. Die Bundesregierung muss den deutschen Überwassermarineschiffbau zur Schlüsseltechnik erklären. Warum? Was verbirgt sich dahinter zur Schlüsseltechnik? Das ist relativ einfach zu erklären. Eben nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen ist dieses Thema zu argumentieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das bei der Rüstungsexportpolitik deutlich sensibler angegangen werden muss. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir da sehr restriktiv vorgehen. Sondern das Ganze zur Schlüsseltechnologie zu erklären, hat auch etwas mit unseren sicherheitspolitischen Aspekten zu tun. Und ich glaube, dass die deutsche Marine auch damit leben können muss und das auch besser kann, dass ihre Schiffe, ihre Technik und das, was da drin steckt, auch in Deutschland gebaut wird. Das ist im Übrigen natürlich nicht nur für Wolgast von besonderer Bedeutung, sondern für alle Werftstandorte, nicht nur in Deutschland, sondern auch für alle Werftstandorte in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich gebe zu, mich nervt es schon ein bisschen, dass nur weil man so einfache Bilder von der Wolgaster Brücke aus machen, können wir alle nur noch über Wolgast reden und so tun, als wenn diese Frage an anderen Standorten in Deutschland nicht von Bedeutung wäre. Andere liefern ihre Panzer und ihre Waffen deutlich unbemerkter als das, wie sie ein Schiff überführen können und stehen darin weniger im Fokus. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, wenn wir gerade am Beispiel der Wolgaster Werft immer wieder diese Sau durchs Dorf treiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erwarte im Übrigen auch, dass wir uns alle genau darauf konzentrieren und unsere Kraft dafür einsetzen und vielleicht an dieser Stelle mal das parteipolitische Ping-Pong beiseite lassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Wirtschaftsminister Glawe ist auf unser Gespräch mit Herrn Lürssen eingegangen und an dieser Stelle will ich ganz deutlich sagen, es ist doch selbstverständlich, dass die Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern diese Gespräche führt. Ich finde, das allein ist noch keine Heldentat, wofür wir uns auf die Schulter klopfen können. Aber das, was in den Überlegungen, vom Wirtschaftsminister darin entwickelt wurde, das ist ein richtiger Ansatz. Wie können wir die schwierige Phase der Kurzarbeit überbrücken? Und da bin ich Wirtschaftsminister Harry Glawe ausdrücklich sehr dankbar, dass er gerade im Bereich der Aus- und Fortbildung ein Instrument geschaffen hat, um möglichst auch die Lohneinbußen für die Peenewerker so gering wie möglich zu halten und vor allem Lürssen dabei zu unterstützen, eben wirklich alle Beschäftigten am Standort Wolgast zu halten. Wir alle kennen die Situation. Im Bereich des Werftenbaus müsste in Mecklenburg-Vorpommern bei dem Hunger, den wir an anderen Standorten haben, niemand arbeitslos sein. Und umso wichtiger ist es, dass wir alles dafür tun, dass die Männer und Frauen am Standort Wolgast bleiben können. Und lieber Harry Glawe, für diesen Einsatz bin ich dir an dieser Stelle sehr dankbar und bin auch überzeugt, dass wir dann gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit auch ein richtiges Instrument geschaffen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend auf zwei Punkte eingehen. Ein Punkt, den wir in unserem Antrag so nicht beleuchten, aber wo ich zugeben muss,
der mir schwerfällt, den Männern und Frauen auf der Werft zu erklären. Wenn wir uns das Rüstungsexportverfahren in Deutschland angucken, dann ist das vorwiegend in Wahlkampfzeiten immer ein ganz, ganz spannendes Thema, wo alle ganz tolle Meinungen dazu haben. In Koalitionsverträgen schaukeln wir uns da gegenseitig noch hoch, schieben vielleicht ein bisschen bei Punkt und Komma rum. Aber an dem eigentlichen Verfahren ändern wir nichts. Und ich sage Ihnen, das kann ich nicht erklären. Zunächst genehmigen wir die Auftragserteilung. Ja, Wolgast, ja, ihr dürft Patrouillenboote für Saudi-Arabien bauen. Und dann schieben wir, nachdem wir das genehmigt haben, im Übrigen für eine Exportpalette, die über Jahre eine tatsächliche Auslastung des Werftstandortes Wolgast sichert, dann schieben wir nochmal einen Riegel davor und sagen, wir stellen die gleiche Frage noch einmal bei der Frage der Auslieferung. Ich kann den Männern und Frauen, ehrlich gesagt, in Wolgast nicht erklären, warum wir dieses Verfahren so anstreben. Ich glaube, da muss auch mehr politische Verbindlichkeit im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Standorte drinne stecken. Dafür haben wir im Vorfeld die Entscheidung des Bundessicherheitsrates. Da sind sie auch richtig angesiedelt. Aber diese doppelte Schleife darin ist, glaube ich, nur sehr schwer erklärbar. Der zweite Punkt, auf den ich abschließend eingehen möchte, ist der Änderungsantrag der Linken, der uns zu diesem Dringlichkeitsantrag vorliegt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren der Linksfraktion, ich möchte Ihnen ganz deutlich sagen, allein das Wort eines Konversionsplanes für Wolgast ist der völlig falsche Schritt. Wolgast ist in der Historie dieses Werftstandortes sehr wohl ein Standort des Marineschiffbaus. Im Übrigen werben wir dafür, dass wir nicht nur Rüstungsexporte in Wolgast produzieren. Wir alle könnten doch ruhiger schlafen, wenn wir für die deutsche Marine produzieren würden. Dann hätten wir diese Debatten nämlich nicht ständig, sondern wir werben dafür, dass künftig noch mehr für die deutsche Marine an diesem Standort nicht nur in Reparation von Schiffen, sondern vor allem auch im Bau von Schiffen für die deutsche Marine dort errichtet wird. Und deshalb sage ich Ihnen ganz deutlich, wenn wir jetzt vom Konversionsplan reden, glaube ich, dann bringen wir die Werft ernsthaft in Schwierigkeiten. Übrigens auch, Herr Kollege Ritter, wenn wir uns mal angucken, wer ist denn der Werfteneigentümer Lürssen und in welchem Bereich hat sowohl der Standort Wolgast als auch diese Firma ihre Kompetenzen? Und ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich frech, dass Sie dabei anfangen zu lachen, sich die Hände vors Gesicht halten. Nee, weil Sie doch mal erkennen müssen, dass wir das Stichwort Konversionsplan doch nicht einfach wie eine Blaupause da drauflegen können. Das passt auf den Standort Wolgast nicht. Und ja, wir haben gehört, dass eine Explorer-Yacht jetzt da gebaut wird. Das ist ein Test an dieser Werft, der sicherlich noch zu genügend Schwierigkeiten führen wird. Aber wie geht es dann weiter? Dann haben wir den Bereich für die Korvetten. Dann haben wir den Korvettenbau. Herr Ritter, wo wollen Sie denn, dass deutsche Schiffe gebaut werden für die Marine? Ja, die Frage müssen Sie sich doch mal stellen. Wollen Sie für Mecklenburg-Vorpommern die Frage beantworten, deutsche Marineschiffe dürfen überall gebaut werden, nur nicht in Mecklenburg-Vorpommern? Sorry, das ist nicht unsere Haltung, das sehe ich grundsätzlich anders. Und deswegen ist Konversionsplan der völlig falsche Schritt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung unseres Dringlichkeitsantrages in den von uns so vorgelegten Punkten. Und ich bitte um Ablehnung des Änderungsantrages der Fraktion Die Linke. Vielen Dank.